Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Read, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. In diesem Video schaue ich mal wieder nach Biel zum Schachfestival, zum Großmeister Triathlon. Dort läuft es ja ziemlich gut für Vincent Kaimer, im klassischen Schach zumindest. Blitzturnier und Rapid, Blitzturnier nicht ganz so gut, Rapid ganz gut. Und jetzt im klassischen Schach Spitzenbegegnung gegen David Navarra aus Tschechien. Super interessanter Großmeister, immer mit dem Spiel nach vorne, immer super interessantes Schach. Und ja, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass auch in dieser Partie unglaublich viel passiert ist. Und dann gehen wir auch direkt gleich rein. Vorab noch ein Hinweis, heute ist Dienstag, der 25. Juli, das ist das Datum, wo das Video erscheint, auf chess.com und ich spiele Title Tuesday, wie immer. 17 Uhr, schaltet ein auf meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen. So, jetzt zur Partie. Navarra gegen Kaimer. Spitzenpaarung hier. Das war die fünfte Runde des klassischen Turniers. Und beide lagen ja im Großmeister-Triathlon vorn an der Tabellenspitze. Punktgleich. David beginnt hier mit E4. E5, wenig überraschend. Vincent spielt in letzter Zeit ganz solide E5. Springer F3, Springer C6, Läufer B5, spanische Partie. Auch keine Überraschung. A6, Läufer A4. Springer F6, Rochade, Läufer E7, das ist ja die Hauptvariante. Turm E1, B5, der Läufer wird verdrängt, der geht nach B3. Häufig wird gefragt, warum wird denn Läufer B5 überhaupt gespielt, wenn A6, B5 den Läufer wieder verdrängt? Ja, aber Schwarz hat natürlich auch zwei Züge aufgewendet. Es ist nicht so, dass der Läufer das Weiß hier Tempi verliert. Und A6, B5, das Konstrukt, das kann man später mit A4 hier attackieren. Dann hat man hier einen Hebel. Ne? B5 ist eine Angriffsmarke. Es geht hier weiter mit Rochade, A4. Diesen Zug haben wir jetzt häufig gesehen, ich zumindest, in den Partien von Vincent Kaimer. Wesley Seward auch so gegen ihn gespielt in Weikernsee zu Beginn des Jahres. B4. Wesley Seward spielte in Weikernsee A5 hier gegen Vincent. Da ging es weiter mit Turm B8, meine ich. Und die Partie habe ich auch auf diesem Kanal analysiert. Also das ist eine Variante, die jetzt wirklich bekannt ist und Vincent die häufig spielt. Und die Gegner können sich natürlich auch darauf vorbereiten. In Weikernsee gab es übrigens noch eine weitere Partie zwischen Jorn van Forest und Vincent. Und da ging es weiter mit D3 hier. Na, den Bauern decken, dann C3 und so weiter. Na gut, A4, Hebel, B4, D3. Das ist hier die Hauptvariante, nicht A5. D6, normaler Zug, C3, normal, will D4 vorbereiten, springt Turm B8, deckt hier, verbessert den Turm auf die halboffene B-Linie gleich, oder auf die offene B-Linie gleich, die wird irgendwann nach BC3 geöffnet. Springer BD2, Entwicklung, Springer A5, greift den Läufer an, normal, der geht zurück nach A2, man gibt den nicht so ohne weiteres her. C5, Schwarz hat einen weiteren Bauern im Zentrum, hat hier eine schöne Kette, alles normal. D4. CD4, CD4. So, ich widerspreche mich hier so ein bisschen selbst. Die B-Linie ist geschlossen geblieben in dem Fall. Aber Schwarz unterstützt natürlich hier den B-Bauern. Und Weiß muss aufpassen, dass hier nicht B3 kommt, so ohne weiteres. So, und hier in dieser Stellung gibt es noch einige Partien. Da spielte Schwarz eigentlich fast immer Dame C7. Und deckte hier den Bauern E5. Der ist ja angegriffen hier, ne? Zweimal. Also ist Dame C7 nachvollziehbar. Aber Vincent spielte hier relativ schnell Läufer B7 und greift hier den E4 an. Er hatte nach dem achten Zug hat er so ein bisschen Zeit verbraucht, so ungefähr 10 Minuten bis hierhin. Navarra auch so ungefähr. Und ich denke mal, dass er das vorbereitet hat. Nicht jetzt für diese Partie vielleicht, aber mit Sicherheit ist das in seinen Analysen und er musste sich erinnern. Denn man opfert nicht so ohne weiteres hier einen Bauern am Brett nach 3 Minuten. Die Rechtfertigung lautet DE5, DE5, Springer E5 und hier Dame C7 jetzt. Angriff auf den Bauern, Springer, der wird zurückgehen irgendwo hin und dann kommt Turm FD8 oder Turm BD8, je nachdem, und Fesselung auf der D-Linie und Druck gegen E4 und Schwarz hat schöne Kompensation, das wird auch von der Engine bestätigt. Deswegen nahm Navarra den Bauern auch gar nicht raus, er spielte D5, auch relativ schnell. Sichert sich hier Raumvorteil im Zentrum durch den Bauern D5, aber gibt das Feld C5 ab. Und da will der Springer jetzt hin. Springer D7. Typische Umgruppierung.
Eventuell Hebel hier F5. Springer C4, normaler Zug. Jetzt hätte Schwarz sofort Springer C5 spielen können. Aber er nahm zuerst auf C4. Nimm, nimm. Turm C8 greift den Läufer an. Jetzt kam B3, nach 7 Minuten ungefähr. Und interessanterweise verfiel Vincent jetzt in ein längeres Nachdenken. So gut 20 Minuten. Das zeigt mir so ein bisschen, dass er das bis hierhin eigentlich gut kannte, sich erinnerte. Und die Engines zeigen hier auch eher Läufer D3 an, Dame E2, Läufer F1, ne, den Läufer wegziehen oder decken mit Dame E2, nicht B3 und das Feld C3 schwächen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das hier für ihn neu war. Und er dachte jetzt 20 Minuten nach und spielte Dame A5. Und prompt ist es etwas, was der Engine nicht so gut gefällt. Ich finde den Zug aber interessant. Er plant hier Läufer D8, Läufer B6. Also so schlecht kann das nicht sein. Natürlich gibt es ja auch einen Zug wie Springer B6, den Läufer attackieren. Dann muss der Läufer zurück eher und dann A5. Das ist auch ein interessanter Weg hier zu spielen. Und dann eventuell mit F5 hier Druck zu machen. Das ist ein ganz anderer Plan als den der deutsche Nachwuchs da in der Partie gewählt hat. Das ist ein sehr, sehr dynamischer Plan, der das weiße Zentrum hier attackiert. Vincent geht eher auf die schwarzen Felder. Hier gefällt Stockfisch 16 Läufer D2 sehr gut. Der Bauer B4 scheint hier Probleme zu bereiten. Das dauert aber allerdings sehr lange, bis wir den wieder angreifen können. Dame E2, Turm weg, Springer E1, Springer D3. Naja, wenn wir natürlich alle Züge geschenkt bekommen, dann gewinnen wir den Bauern B4, aber so schnell geht das nicht. Aber das ist der Plan von Stockfisch. David spielte Läufer E3. Normaler Entwicklungszug. Läufer D8. Er will hier den schwarzfälligen Läufer tauschen. Der ist ja hinter der Braunkette nicht besonders gut. Turm C1. Läufer B6. Gefällt mir. So, und hier dachte Nawada 31 Minuten nach. 31 Minuten in dieser Stellung. Das ist krass. Es gibt eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu rechnen. Das Problem ist hier eher, die Stellung zu bewerten, je nachdem, wo die Figuren stehen und was man tauscht, ne? Soll man hier diesen Tausch zulassen, der schwarzfälligen Läufer, oder zurückgehen? Läufer D2 ist wieder richtig gut hier, mit Angriff auf den Bauern, dann Dame E2 oder so und dann H3 und dann das Spiel verlagern auf den Königsflügel und Schwarz, der müsste eigentlich Läufer C5 spielen, damit die Dame zurück kann, aber dann kann der Springer nicht nach C5, also Schwarz bekommt hier nicht alles, ne? Hat so ein bisschen Probleme mit seinen Figuren hier. Felder für seine Figuren zu finden. Und es geht hier so ein bisschen auch um den Raum. Ne? Schwarz hat ein bisschen Raumnachteil. Und je mehr Leichtfiguren er tauscht, desto besser kann er seine Figuren natürlich postieren. Ne? Gut. Nawada spielte nach 31 Minuten Dame D2. So, hier bietet sich der Tausch an. Läufer E3, Dame E3 und jetzt Dame B6 hier. Mir ist nicht klar, warum er das nicht gemacht hat. Sieht eigentlich nach einer relativ simplen Lösung aus. Aber gut, er spielte hier ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich das gekünstelt nennen soll, aber ja, ein bisschen schon. Greift den Bauern E4 an. Hier gibt es aber eine wichtige Nuance und die lautet Läufer G5. Angriff auf den Springer. Was macht man hier mit Schwarz? Ich meine, wenn er zurückgeht, dann ist Läufer E7, dann ist hier ein Bauer weg. Das geht nicht. Springer G4. Greift den F2 an, okay, dann spiele ich Läufer A4, decke ihn und was macht man mit dem Springer hier? Es kommt H3 und dann muss der wieder zurück hier über den Rand, ne? Das sieht total gut aus für Weiß. Also hier verpasst der Nawada mit Läufer G5 eine Möglichkeit. Okay, stattdessen Läufer B6, er tauscht. Dame B6, Springer H4, gut. Er möchte nach F5, Dame G5 hier attackieren. Sieht streng aus. Aber Schwarz hat natürlich Ressourcen. Zum Beispiel G6 hier. Springer F5. Nehmen darf man nicht, wegen Dame G5 Schach. Aber Dame D8 hält den Kasten sauber hier. Jetzt droht Schlagen auf F5. Und das Beste, was die Engine angibt, ist wieder zurückgehen. Aber das kann es ja nicht sein. Dann spielen wir A5. Decken den Bauern B4. Und alles ist in Butter hier für Schwarz. Gut, der Läufer auf B7 müsste eventuell mal getauscht werden über A6. Aber tendenziell wird er schon irgendwann ins Spiel kommen. Also G6 war okay. Stattdessen A5 hier, direkt.
Springer f5, jetzt steht hier der Springer auf f5, der steht natürlich stark, es droht Dame g5 hier. Deswegen muss die schwarze Dame schnell zurück, Dame d8 hier, den f6 decken, damit man g6 spielen kann auf Dame g5. Ja, und das ist auch eine sehr kritische Stellung hier. Ich bin mir sicher, Nawada wird sich nach der Partie ärgern, bei der Analyse ärgern, wenn er das mit der Engine durchgeht. Der beste Zug ist hier, und so schwierig finde ich den Zug nicht, f4. Es droht Schlagen, Schlagen, dann ist der e5 sehr schwach und der d-Bauer wird frei. Schwarz kann ich nehmen, weil der d6 sehr schwach wird. Dann muss der Springer zurück und dann gibt es e5 hier und Weiß bricht durch. Und das ist großer Vorteil für Weiß. So sehr, sehr stringent, ne? So zu spielen, geradlinig. Ja, g6 gibt es hier noch, aber dann haben wir den Zug fe5 natürlich. G, F5 geht wieder nicht wegen Dame G5 Schach und dann schlagen auf F6. Also D5, Dame G5 jetzt. Und das ist eine stärkere Version als das, was wir in der Partie sehen werden. Weil der D-Bauer hier natürlich frei ist. Ne? In der Partie kam direkt Dame G5. Es droht matt. Aber G6 verhindert das. Jetzt kam F4, aber das ist ein Unterschied jetzt. Ein großer Unterschied. Schwarz muss nämlich nicht nehmen auf F4. Und kann natürlich auch, doch, er kann nehmen, aber hier kann, hier ist ja mit dem Tempo mehr für Schwarz, ne? EF4. Man hätte auch Turm E8 spielen können, hier mit Schwarz, den Punkt decken. Aber dann kann Weiß das Remis forcieren mit Springer A6, König G7, Springer F5. Gut, man kann König A8 probieren hier, aber das ist riskant. Beziehungsweise nach Springer A6, das Beste, was die Engine angibt, wieder die Züge zu wiederholen. Ich bin mir nicht sicher, ob Vincent hier das Remis vermeiden wollte. Es gibt aber einen Grund, der dafür spricht. Und zwar, er hatte viel mehr Zeit. Er hatte so 50 Minuten noch. 50. Und Nawada hatte so noch 25 ungefähr. Also klarer Zeitvorteil. EF4 kann man ja auch machen. Es geht ja auch weiter. So, Dame F4 wäre jetzt nicht so dolle. Logischerweise wegen Schlagen auf F5. Da hängt der Springer. Also EF4, E5, das war die Idee. So, mit viel gutem Willen ist das interessant. Die Engine sagt, nee, ist nicht gut. Aber gut, das war ja die Idee von Nawada und das ist auch wieder geradlinig. DE5 und D6 natürlich. Das ist die Idee hier. Ja, Turm E5 ist ganz schlecht wegen Springer D5. Und Schwarz gewinnt hier Material. Na, der Läufer ist auch gefesselt hier, ne? Auf der C-Linie. Gewinnt einfach, man hat einfach zwei Bauern mehr. Ne, D6 war die Idee. Idee Springer E7 Schach hier. Springer D7 von Vincent. Starker Zug, deckt den E5, greift die Dame an. Ja, was soll man machen hier? Auf Dame D8 kommt natürlich Turm C schlicht D8 und dann hat Schwarz mal eben zwei Bauern mehr. Das geht natürlich nicht. Also Springer E7 Schach. König G7. Natürlich kann Weiß nicht auf C8 nehmen wegen Dame G5. Springer F5 bringt jetzt auch nichts wegen König H8. Dann gibt es auch keinen Dauerschach hier. Weiß probiert hier, das Beste wäre aber gewesen, Springer F5, König H8 und jetzt die Damen tauschen. Aber das war natürlich nicht die Idee von Nawada so zu spielen, mit zwei Bauern hier weniger die Damen zu tauschen. Seine Idee war eine ganz andere und zwar Turm schlicht E5. Das ist aber ein dicker Fehler. Und witzig ist, dass die Engine im Browser das nicht sieht, mit Tiefe 20, warum das ein dicker Fehler ist. Vincent hatte hier noch so 25 Minuten. Nawada war irgendwie unter 20 inzwischen. Und Turm E5 verliert. Das ist ein Verlustzug. Versucht mal hier zu rechnen, wie Schwarz gewinnt. Der erste Zug ist offensichtlich. Den muss man rechnen. Ist ein Kandidatenzug. Hallo, F6. So, jetzt sieht es auch die Engine im Browser, wenn man den Zug eingibt. Ist interessant, ne? Man verändert ein bisschen den Horizont und schon klappt's. F6. Und man fragt sich, ja, was ist die Idee? Springer F5 muss die Idee gewesen sein. König H8, einziger. Und jetzt Dame H6. Es droht matt. Man kann aber den Springer nehmen. Turm E7. Es droht matt auf H7 oder G7. Und auch hier fragt man sich so, was soll denn hier bitte schon noch gehen für Schwarz? Das ist doch verloren, oder? Schwarz gewinnt hier auch. Und zwar mit dem herrlichen Zug Turm F7.
Ja, was soll man machen? Turm F7 natürlich, es droht matt. Und jetzt Dame B6 Schach. König kann nach F1 oder H1, es ist egal, wo der hingeht. Sagen wir mal F1. Und jetzt Läufer schlägt G2 Schach. Das gewinnt. Das Einfache ist König G2, Turm G8 Schach. Und egal, wo der König hingeht, es wird matt. König H1 kommt, versucht das mal zu visualisieren. König H1 kommt Dame C6. König A3 kommt Dame E3. König H4, Turm G4, König H5, Dame H3 matt. König F3 ist sofort matt. Und König F1 kommt Turm G1, König E2, Dame E3. Schachmatt alles. Na? Die andere Variante lautet König E1, aber auch hier merkt man schon, nee, Dame E3, das kann nicht sein. König D1, Läufer F3, König C2, Dame C3. Und der König wird so lange gejagt, bis alles hier mit Schach fällt. Ne? Und das ist auch matt am Ende hier. Mit der Dame und dem Läufer auf B1. Ne? Wenn man hier den Turm wegnimmt. Schachmatt. Das war also forciert matt hier. Das Beste, was die Engines angeben hier, ist auf Turm G8 hier den Turm zu opfern. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Dann hat Schwarz einfach einen riesigen Materialvorteil. Also, was für eine Duplizität der Ereignisse irgendwie. Denn Keimer spielt ja nicht F6. Er dachte auch nicht so super lange nach. Er dachte so 3-4 Minuten nach. Er glaubte so ein bisschen seinem Gegner auch, ne? Und spielte Springer E5. Und das ist jetzt ausgeglichen. Dame E5 Schach. Weiß hat zwar eine Qualität weniger, aber super starker Springer hier. F6. So, jetzt muss die Dame nach D4, um Dame B6 Schach zu vermeiden. Dame D4, stark. Jetzt droht hier Springer schlägt C8. Aber es geht Turm C7. Der D-Bauer ist gefesselt. Turm E1, starker Zug. Turm D7. Turm E6, alles einzige Züge hier. Turm F7. Eventuell hier mal auf E7 nehmen. Dame schlägt F4. Läufer A6, guter Zug. Hier, den Läufer attackieren. Läufer D5 kann man machen, auf dem Brett lassen, aber Weiß nahm raus. Dame B6 Schach hier. Dame E3, Dame A6. König F2. Erstaunlicherweise findet Nawada jetzt in Zeitnot die genauesten Züge. Richtig stark. Was heißt erstaunlicherweise? Sehr, sehr stark. Dame B7, H4, H5, Dame C5. Weiß steht so kompakt hier, ne, dass die Merkqualität hier nicht zum Tragen kommt. Der Springer ist unglaublich stark auf E7. Generell könnt ihr euch merken, Springer im gegnerischen Lager so zentral, auf E6 auch. Ne? Und vor allen Dingen mit dem Stützpunkt, mit dem Bauern gedeckt, saustark. Dame A7, Schwarz tauscht die Damen letztendlich. Zack, zack. Jetzt kommt aber der weiße König. Turm F8, König D4, König F7, König D5. Turm E8, bester Zug hier, eventuell auf E7 nehmen. Ne? Klar, und dann einen Bauern mehr haben, im Bauernendspiel. Aber Springer C6. Turm schlägt E6. Jetzt nehmen wir nicht den A7, sondern Springer D8 natürlich. Der Springer A7 wäre natürlich fürchterlich, wegen Turm E2. Springer D8, König E8, Springer schlägt C6. Was für ein Endspiel. Und beide müssen hier richtig gute Züge finden. G5, bester Zug. HG5 wäre jetzt ein Fehler. FG5 und nach Springer G5 kommt Turm G7 hier. Das ist ja das, was Schwarz will hier in diesem Endspiel. Er möchte ja irgendwie seinen doofen Turm aktivieren. Er steht die ganze Zeit hinten drin und wird dominiert vom weißen Springer. Nach G5 spielte Weiß aber König C6. Und diese Aktivität hier auf der 6. Reihe reicht für den Remis. G schlägt H4. Springer C7 Schach. König D8. Und jetzt wiederholte Nawada die Züge. Springer E6 Schach. König E8, Springer C7, König D8 und dann Springer E6. Was sehr interessant ist, ist hier nicht Springer E6, sondern König B6. Der Turm hat überhaupt keine Felder. Ich weiß nicht, ob er das super schnell rechnete, dieses Bauernendspiel, was auch forciert hier auf dem Brett erscheint. Turm schlägt C7, einziger Zug, der Turm ist uns weg. Schlagen, König C8. So, König C6 geht natürlich nicht wegen F5 und Schwarz gewinnt hier, ne? Weiß muss König König A5 spielen. F5. Nee, König, sorry. König schlägt C7. König B4, F5. König C3, F4. König
D3 und Schwarz kommt ein Tempo rechtzeitig. Wenn der weiße König hier stünde auf F3, dann würde er natürlich gewinnen. Oder König E4 würde schon reichen. Dann würde ich mir die Bauern hier alle abholen. Und die beiden Bauern auf der anderen Seite kann Schwarz ja nicht beide schlagen, weil wenn Schwarz den B3 schlägt, läuft der A-Bauer durch. Aber Schwarz hat halt hier F3 rechtzeitig. Jetzt darf man nicht nehmen wegen H3, dann läuft der Bauer durch. Aber man hat König E3. FG2, König F2, H3, König G1 und das ist Remis. Schwarz bleibt mit seinem König hier, Weiß zieht nur den König hier am Königsflügel hin und her, deswegen Remis. Ich frage mich, ob er das alles super schnell gerechnet hat, denn er hat eigentlich kaum nachgedacht, ob er die Züge wiederholen soll. Sehr interessant. So, und jetzt schauen wir zur Tabelle nach dieser Partie. Da hat sich einiges getan. Le Quang Liem führt den Triathlon an, nachdem er jetzt schon seine vierte Partie gewonnen hat im klassischen Schach. Die Tabelle des klassischen Schachs sehen wir hier in der Mitte. Da hat Le Quang Liem gewonnen. Gegen wen war das diesmal? Gegen Yu Yang Yi, glaube ich. Genau, gegen den chinesischen Großmeister. Vincent im klassischen Schach gut dabei. 2 Siege, 3 Remis. Top. Im Blitzen war er nicht ganz so stark, aber macht nichts. Und Gesamtklassement in diesem Triathlon, so heißt das Turnier ja, Großmeister-Triathlon, Le Quang Liem führt vor Vincent Keimer und David Nawada. Vincent spielt noch gegen Bassem Amin, den Großmeister aus Ägypten, und Arjun Edigaizi, der bisher noch keine Bäume ausgerissen hat im klassischen Schach. Ich bleibe dran, ich verfolge das, ihr mit Sicherheit auch, oder? Kommentar zu dieser Partie, war spannend, ne? Oder? Viele Fehler aus eurer Sicht? Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Video. Macht's gut.